Ja, es ist schon zum dritten Mal das Globetrotter Fernwehfestival und es scheint schon bekannt zu sein. Schon vor dem 10 Uhr sind die Leute reingeströmt und das Kribbeln ist da und die Leute warten auf die ersten Vorträge. Was erwartet die Leute? Ich glaube, vor allem auch der Austausch mit anderen Reisenden. Da ein Erlebnis, da eine Erfahrung mitnehmen, da noch einen Reisetipp mitnehmen. Dann bei den Vorträgen natürlich ganz schöne Bilder, Erlebnisse, eben können eintauchen, auch wenn man vielleicht nicht gerade selber auf eine längere Reise gehen kann, mitfühlen, wie es halt wäre auf einer langen Reise. Was ist dein grösstes Highlight? Auf was freust du dich besonders jetzt in den nächsten zwei Tagen? Das ist natürlich schwierig, weil so als leidenschaftlicher Reisende, ja, da will man ja die ganze Welt entdecken. Und so geht es mir da auch. Ich würde am liebsten überall reinsitzen und hören. Wenn ich etwas sagen müsste, ist es einerseits Jäger des Lichts, wo 5 Profifotografen live auf der Bühne sind und ihre schönsten Bilder zeigen, in einem Zusammenspiel. In einem Medley. Und wenn man schon von Musik redet, dann ist es auch Island morgen am Abend mit Live-Gesang auf der Bühne und eben die Wahnsinns-Landschaftsbilder von Island. Aber insgeheim freue ich mich eigentlich auf das Pfeilbogenschiessen da von Explora da vorne und hoffe, dass ich auch Tüpfe zumindest ins Schwarze. Sie sind da schon ganz viele, die schon da sind, aber es gibt noch Möglichkeit, spontan auch noch zu kommen, wenn man kein Ticket hat. Genau, für die Reisevorträge kann man an der Tageskasse hier im Kursaal Bern noch Tickets kaufen. Aber die einfach mal schnuppern kommen im Foyer, das ist gratis, Partnerstände, Workshops, das kann man auch mal einfach reinschauen in die Sehnsuchtswelt des Reisens.